Also Einmischung erwünscht bedeutet für mich in erster Linie, dass man immer mit offenen Augen durch die Welt geht, ja, dass man einen freien Blick dafür hat, was eben schief läuft, ja, ganz egal in welchen Bereichen das ist, ja, ob das in meiner Stadt in Bonn ist, wo wir immer noch beispielsweise eine sehr, sehr hohe Kinderarmut haben, ja, und wo sich dann unterschiedliche Leute aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen zusammengetan haben und einen runden Tisch gegründet haben und gesagt haben, so, wir machen was dagegen. Und das ist für mich im ganz alltäglichen Einmischung erwünscht. Und als Kinderpolitikerin ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir es eben auch den Kleinsten in unserer Gesellschaft ermöglichen, sich einzumischen. Das passiert nämlich leider immer noch viel zu wenig. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass je jünger man ist und je jünger man die Erfahrung macht, dass man sich einmischen kann und dass es eben auch erwünscht ist, desto mehr hat man auch Spaß und Leidenschaft für den Rest seines Lebens, was für die Gesellschaft zu tun.